TourTech. Technology made for adventure. Wir haben natürlich vom Anfang an schon Schnabelverbreiterung gemacht. Das war schon bei der F50er so. Für die 1200er haben wir das gemacht. Und jetzt natürlich, wie kann es auch anders sein, für die 1200er wassergekühlte. Also, dass es ein bisschen mehr Schutz gibt gegen Spritz, was vom Vorderrad kommt, sieht optisch natürlich auch noch ein bisschen geiler aus. Schützt teilweise gegen Asten und Zweigen, wenn man so etwas schöner durch dem Gelände fährt, so das Enduro-Wandern, wie man in Deutschland so schön sagt. Den Schnabelverbreiter von der 1200 GS wassergekühlt wird an der Vorderseite vom Schnabel eingehakt. Nebenbei wird die seitlich angeschraubt für einen extra sicheren Halt.